Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hallo und herzlich willkommen zum Gericht der Woche. Auch hier sind wir wieder am Start und zeigen euch einfache Gerichte, die ihr zu Hause nachkochen könnt. Heute, passend zur Saison, wollen wir euch mal eine einfache Kürbissuppe zeigen. Und dafür sage ich euch erstmal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen natürlich zuallererst einen Kochtopf, ganz wichtig. Dann brauchen wir für unsere Kürbissuppe einen Kürbis, ungefähr 1 Kilo schwer, Hokkaido-Kürbis. Die muss man nämlich nicht schälen, die kommen einfach so rein. Dann brauchen wir 1,2 Liter Gemüsebrühe. Dann brauchen wir ungefähr 20 Gramm Ingwer. Der hat jetzt ungefähr 20 Gramm, 21 Gramm, so genau wollen wir es nicht nehmen. Currypulver, eine Dose Kokosmilch, Butter, ein bisschen Honig, 13 Knoblauch, 2 Zwiebeln, etwas Salz zum Abschmecken, etwas Pfeffer zum Abschmecken und etwas Muskatnuss zum Abschmecken. Wenn wir das gleich alles zusammen haben und zusammen im Topf zu einer groben Suppe verkocht haben, kommt noch der Kumpel hier zum Einsatz, der große Pyradonis, der Pürierstab. Und da ich euch das ersparen möchte, mir hier zuzugucken, wie ich 500.000 Kleinigkeiten hier schnippel, schnippel ich das jetzt und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt hier alles vorbereitet, von Zauberhand ist alles geschnippelt worden. Den Kürbis, da ist es ganz wichtig, das ist Hokkaido, das heißt, den Hokkaido-Kürbis kann man mit Schale verwenden, aber wichtig ist natürlich trotzdem, schneidet den Deckel ab, halbiert das Ding und in der Mitte das Faserige und die Körner, Kerne, die macht er raus am besten. Die Kerne könnt ihr euch trocknen, könnt nächstes Jahr ruhig, kann man versuchen, selber mal einen Kürbis zu ziehen. Das geht auch, aber ansonsten, das wird alles püriert, das ist das Gute, auch unsere Zwiebeln, der Knoblauch, der Ingwer, das muss alles nicht so fein gehackt werden, das ist auch eher für Leute wie mich, die auf der groben Seite des Lebens stehen, das wird ja alles püriert. So, jetzt legen wir los, wir schätzen ab, das sind 100 Gramm Butter, die kommen jetzt hier rein, bam, lassen das schön, ein bisschen was, Butter ist immer gut. Ja, also ich meine, hier sind wie viel drin? 250 Gramm, also das ist schon okay. So, das machen wir hier rein, schön, fertig. Und dann lassen wir die Butter schaumig werden. Ich muss ja die Dunstabzugshaube ein bisschen anmachen. Das heißt, ich muss dann einfach jetzt anfangen, lauter zu reden, damit er mich noch hört. In unsere Butter, wenn die jetzt gleich anfängt zu schäumen, kommt rein unser Ingwer, die Zwiebeln und der Knoblauch, die werden nur leicht angeschwitzt, also das heißt, bis sie leicht durchsichtig werden, das machen wir jetzt gleich, wenn die Butter geschmolzen ist. Und dann lassen wir das glasig werden, wenn es glasig ist, kommt rein ein Esslöffel Honig, ein Esslöffel von dem Currypulver und der Kürbis. Der darf da so 5 Minuten drin köcheln und dann gießen wir das mit Brühe auf. So, das sieht gut aus. So, jetzt hauen wir hier alles rein und lassen das schön glasig ziehen. Natürlich habe ich jetzt dieses Mal nicht extra gezeigt, wenn ihr mit Lebensmitteln hantiert, macht ihr euch natürlich vorher die Hände. Das habe ich jetzt vorm Schnippeln gemacht. Also nicht denken, der Julian, der packt hier einfach so das Essen rein. Macht er auch nicht. Und wie gesagt, das kann man auch alles relativ grob lassen. Wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, das sieht relativ grob aus. Das rühren wir jetzt ein bisschen um, bis es glasig wird. Genau, das dauert jetzt ein paar Minütchen. Ihr müsst ja jetzt nicht dabei bleiben. Ich melde mich gleich wieder, wenn das Ganze glasig angeschwitzt ist. So, unsere Freunde und Kumpels hier drinnen haben sich gut kennengelernt. Ingwer, Zwiebel und Knoblauch an unserer kleinen Schwitzhütte hier. Haben sich glasig geschwitzt. Jetzt kommt auch schon unser Hauptprotagonist, der Kürbis, rein. Den gibt man jetzt einfach mit dazu. Zack, zack, zack. Komplett so, wie er ist. Dann kommt dazu ungefähr ein Esslöffel Curry. Und auch das machen wir jetzt mal nach Augenmaß. Ungefähr ein Esslöffel Honig. So. Das rühren wir gleich nochmal, wenn mehr Flüssigkeit drin ist, rühren wir den Löffel nochmal mit ein, dass auch alles abgeht.
Und jetzt muss das Ganze natürlich schön umgerührt werden. Das bleibt jetzt nur so 5 Minütchen. Länger bleibt das nicht zusammen hier drin. Und dann gießen wir das schon auf mit unserer vorbereiteten Brühe. Wie gesagt, das ist ungefähr ein Liter. Das jetzt hier alles nur sich noch mal geschmacklich miteinander ein bisschen verbindet, die Röstaromen und so. Dass das mal kurz zusammen heiß wird und dann binden wir das und dann gießen wir schon die Brühe ein. Und dann haben wir schon eine ganz grobe Suppe. Das muss dann alles nur noch zusammen ein bisschen kochen, also der Kürbis, dass der weich wird. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Also für dieses ganze Gericht könnt ihr rechnen mit Schnippeln. Auf keinen Fall mehr als eine Dreiviertelstunde. Länger dauert es nicht, das reine Gericht machen. Also es ist relativ einfach. Das heißt, wir lassen das jetzt irgendwie schön kochen und ein bisschen noch heiß werden. Und dann gießen wir gleich die Brühe ein. Jetzt haben sich hier alle unsere Zutaten kennengelernt. Jetzt beginnt gleich unser Wartespiel. Jetzt kommen hier unsere gut 1 Liter Brühe rein. Rühren wir jetzt alles ein bisschen unter, dass auch nichts unten anklebt. Jetzt kommt hier unser Löffel, den wir eben ja nicht ganz sauber gekriegt haben. Der kommt jetzt hier rein, dass auch das ganze Curry ab ist. Und jetzt lassen wir das Ganze, ihr seht, hier steht es noch auf 8, das ist viel zu hoch. Jetzt lassen wir das gleich bei mittlerer Hitze, das wäre dann 5, mit dem Deckel drauf. Einfach 20 Minuten köcheln. Jetzt müssen wir nämlich nur noch abwarten, den Rest macht der Herd für uns. So, jetzt haben wir 20 Minuten unsere Mischung hier kochen lassen unter gelegentlichen Rühren, auf ganz kleiner Flamme. Das ist wirklich nur so ein bisschen vor sich hin blubbert. Wir gucken rein. Das sieht gut aus. Das wird funktionieren. Wir machen jetzt einen abschließenden Test. Wir gucken mal, ob wir hier so ein Stück Kürbis durchkriegen. Jawohl, das ist alles schön durchgekocht. Jetzt kommt kurz bevor wir pürieren unsere Kokosmilch rein, die wir jetzt einziehen. Und zwar tatsächlich eine ganze Dose. Ja, das vermengen wir jetzt schön. Ah, das wird gut. Ja, das hat sich jetzt schön aufgelöst alles. Jetzt kommen wir zum schwierigsten Teil, oder schwierig nicht, da muss man halt besonders gut aufpassen beim Pürieren. Wir pürieren jetzt ja was Heißes, eine köchelnde Suppe nämlich. Das können wir hier ausmachen, den Herd, den werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Und wir nehmen jetzt unseren Topf runter vom Herd, diesen schönen Ideenküchen-Handschuhen. Klemmen unseren Pürierstab rein und fangen jetzt mal vorsichtig an zu pürieren. Gucken mal, wir machen erstmal ganz rein. Oder die Steckdose geht nicht, wir probieren die andere. Warum gehen die Steckdosen nicht? So, wir haben unser Elektrikproblem behoben. Wenn man den Stecker ganz rein macht, geht es auch. Und wir fangen jetzt vorsichtig an zu pürieren. Jetzt durch, bis wir eine sämige Kürbissoße daraus haben. Und zwar schön vorsichtig, das machen wir jetzt nach und nach. Das wird ein paar Minuten dauern. Ich melde mich gleich wieder, wenn wir fertig püriert haben. So, jetzt haben wir unsere Suppe fertig püriert. Die ist natürlich jetzt etwas dünn. Die ist nicht zu dünn, sondern das ist ja Geschmackssache. Wer das dicker mag, nimmt weniger Flüssigkeit oder haut noch irgendwie eine Kartoffel rein oder eine Süßkartoffel zum Kochen, das kann man auch machen. Und jetzt schmecken wir das Ganze natürlich noch ein bisschen ab. Wir nehmen da für 1-2 Prisen Salz für so einen großen Topf, das geht locker. Und einen frisch gemahlenen Pfeffer hauen wir jetzt auch noch mit rein. Da kann man ruhig
Kann man ruhig ein bisschen mehr reinmachen, ist ja ein ganzer Topf. So würde ich es erstmal lassen. Das kann man ja nach Geschmack immer noch nachwürzen. Und genauso machen wir jetzt noch Muskat rein. Erstmal so viel. Das kann man auch nachher noch nachwürzen. Rühren das unter und dann schmecken wir das ab. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das Ganze auf dem Teller servieren. Gut, also. Jetzt ist der Moment gekommen. Ich gehe davon aus, dass es gut wird. Aber wir werden es jetzt probieren, ob es auch wirklich gut ist. Mhm. Ganz hervorragend. Also ein bisschen Salz, Pfeffer und Muskat haben wir tatsächlich noch nachgewürzt. Das ist ganz hervorragend. Und das mit frischem Weißbrot oder auch frischem Schwarzbrot. Oder wenn ihr da noch Croutons reinmachen könnt, das geht natürlich auch, wenn ihr das wollt, noch als kleine Einlage, könnt ihr das auch machen. Oder Kassler geht auch in kleine Würfel schneiden, das noch mit als Einlage dazu, wenn ihr Fleisch haben wollt. Ansonsten kann ich nur sagen, super einfache Kürbissuppe, schmeckt ausgezeichnet, kocht sie unbedingt nach und wir sehen uns beim nächsten Mal.